Wir sind da. Endlich, Wellspring. Mal sehen, ob wir Bürgermeisterin Lucem Hager zu fassen bekommen. Kommst hier nicht rein. Verpiss dich zu deinem Grabbeltisch in der Kanalisation. Ich steck dir die Augen aus, wenn du noch mal so über meine Hundmacher redest. Lolita weint nach Schleimvogel. Stehen bleiben, Arschgesicht. Hier geht's. Ich suche die Bürgermeisterin von Wellspring. Du bist zur falschen Zeit am richtigen Ort. Bürgermeisterin Hager und ihr Personal sind nicht zu sprechen. Du musst warten. Versuch es morgen wieder, oder? Gar nicht. Warum? Ist etwas passiert? Nein, und so wird es auch bleiben. Keiner kommt rein oder raus. Die Bürgermeisterin hat gerade größere Probleme als dich. Also, wie ich sagte... Was war das? Du auch eine Kugel fangen? Lucem Hager, Bürgermeisterin von Wellspring. Früher spielte sie mit Wingsticks, heute zusätzlich auch mit Pistolen. Sie ist entscheidend für Projekt Dagger. Wow, 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 ganz ruhig. Ich bin hier wegen Projekt Dagger. Von diesem Projekt wissen nur sehr wenige Personen. Und du bist keine von ihnen. Crowley schickt mich. Crowley, wie? Crowley ist tot. Vineland wurde komplett ausgelöscht. Sie ist ein Hologramm. Ist schwer zu erklären. Ich bin Walker, der letzte Vineland Ranger. Dann noch mehr Arschlöcher! Ranger, schalten wir diese Wichser auf, dann reden wir! Sie haben deine Leute umgenietet und ich sie. Vielleicht sind sie ja Geschichte. Von
so einer winzigen Siedlung hätte ich das nicht erwartet. Du bist anders. Können wir jetzt reden? Ja, reden. Verrätst du mir, was hier läuft? Dagger sollte die Obrigkeit ein für alle Mal aufhalten. Aber als Vineland sich abkapselte, fiel der Plan in sich zusammen. Ich bin mehr als gewillt, das Projekt neu zu starten. Aber wie du siehst, gibt es dringendere Probleme. Das sehe ich. Wer sind diese Typen? Angeheuerte Abschaum. Die Goon Squad. Jämmerliche Banditen. Wer schickt sie? Nur ein Arschloch hat genug Eier, um so etwas abzuziehen. Clegg Clayton, der reichste Wichser der Stadt. Er schielt schon länger nach dem Bürgermeisterposten, aber in letzter Zeit legt er sich ins Zeug. Er besticht die Funktionäre der Stadt, um Militärgerät an sich zu reißen. Darunter zentrale Teile für Dagger. Dann töte ich ihn und hole die Ausrüstung zurück. So funktioniert das nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Zuerst muss ich wissen, wer ihn unterstützt. Außerdem müssen wir herausfinden, wo er die Ausrüstung lagert. Hast du einen Plan? Sein Ego ist so groß wie ein Ecopod. Aber das können wir ausnutzen. Wir müssen an ihn rankommen. Sein Vertrauen gewinnen. Und dann kannst du die Wanze an seinen Computer anbringen. Damit kann ich all seine Daten herunterladen. Wer ihn unterstützt, wer die Goon Squad versorgt und wo er die gestohlene Ausrüstung lagert. Claire Clayton umgibt sich gerne mit den Reichen und Schönen. Sie lungern in seiner Siegerlounge herum. Wenn du einen Weg hineinfindest, dann schaffst du es auch, diese Wanze anzubringen. Gut, bin dran. Ausgezeichnet. Schnapp dir die Wanze, geh in Clegs Büro und bring sie an seinem Computer an. Degenerierter Spieler bist. Das ist Clegg Claytons Sieger-Lounge. Du bist kein Sieg. Vergiss es. Du kommst hier nicht rein, bist nicht wichtig genug. Lass mich rein, ich bin ein Ranger. Ist mir furz egal. Hier kommt nur rein, wer reich oder berühmt ist. Du bist nichts davon. Komm schon, es muss doch möglich sein. Klar, wenn du gewinnst, kommst du rein. Wie das geht? Gewinne im Mutant Bash TV und beim Chess Car Derby. Werde ein Schirm. Kinderspiel für jemand Toughes wie dich, oder? Ist das alles? Jupp. Wenn du ein Champ bist, gehst du hier ein und aus und triffst den Meister persönlich. Es gibt keinen anderen Weg. Nicht für dich. Also den Türsteher der Sieger-Lounge? Na und? Mehr nicht. Wische links. Ich betrete jetzt die Arena vom Mutant Bash TV. Schalte den Fernseher ein, denn gleich werden ein paar Mutantenschädel zertrümmert. Ich weiß, dass du drauf hast, aber sei vorsichtig.
Die Dinger sind fieser, als du denkst. Baba! Oh, meine Freunde, seht her, was für ein Schlingel die Stadt heute Abend für uns ausspuckt. Dich, ja, dich, Liebling, willst du dich uns anschließen? Willst du? Hat es dich etwa von den dunklen Gassen der Stadt in dieses Boudoir der Lust verschlagen, um bei unseren Spielchen mitzumachen? Der Hunger glänzt in deinen Augen. Sag, Desdemonia, sag mir, ist es der Hunger nach den Verlockungen des Fleisches, die ich dir darbiete? Hm? Der Durst vielleicht nach dem Rötesten. Oh ja, aller Weine. Oder vielleicht der unstillbare Durst des wahren Kenners. Die Lust am Töten. Da hast du es. Das Versprechen von Größe. Erlaube uns, deine Mordlust zu stillen, Liebchen. Und unterzeichne hier, auf der Linie. Und jetzt, du junges Blut, beginnt deine Reise zum Weltruhm. Töte! Töte für Desdemonia! Ganz genau! Tritt vor, Killer! Was suchst du? Was Abgefahrenes? Dizzy Deluxe beschafft dir alles. Bring mir deine blutgetränkten Bashmarken. Ich kümmere mich um den Rest. Okay, verstehe. Was hast du für Zeug? Metzelvorräte und Verstümmelungsapparatur natürlich. Und wenn du gut bei Kasse bist, besorg ich dir Knarren und eine schicke Optik. Sieh dich mal an. Totales Gemetzel! Eine Ehre. Und jetzt, meine Freunde, kommt unser nächstes Exemplar. Diese Anmut, diese Grazie, dieser Schneid. Hier kommt der unvergleichliche Ranger Walker. Gib Acht auf die nächste Welle, mein Lieber. Noch mehr kleine Mutanten sind unterwegs!
Nun, so viel dazu.